Eine Durchsage des Direktorats an alle Abiturienten. Sind wir nicht. Wir machen weiter. Jetzt beginnt die heiße Phase, ne? Jetzt sind es noch 8 Wochen, dann ist High Life. Also wünsche ich viel Erfolg, ne? So, jetzt ist es das vorletzte Mal, dass wir uns in diesem Raum in dieser Besetzung sehen. Hängt euch alle nochmal rein, dann smasht ihr das Abitur. Auch der Luca. Ja, safe. Der ist sass. Also als Musikabi ist so leicht, glaubt es mir. Immer labern, labern, labern. Wirklich, es ist so einfach. Wichtig. Gliederung. Strukturiert antworten. Okay, meine Lieben, diese Stunde wird leider sehr langweilig. Ihr seid ja wahrscheinlich mittlerweile schon in einem Stadium, wo ihr bereits mehr wisst als ich. Wichtig ist einfach, dass ihr diese Standardaufgaben drauf habt, ja? Also die sind eigentlich immer sehr schön machbar, finde ich. Auch wenn man vielleicht nicht so gut in Mathe ist. Also wenn ihr die praktisch drauf habt, diese Standardaufgaben, das ist schon mal die halbe Miete. Ja, spielen wir heute mal wieder ein bisschen Handball, würde ich sagen. Bitte keine Straßenschuhe in der Sporthalle. Wer übernimmt denn heute das Protokoll? Protokoll, Freiwillige. Ich verstehe kein Wort. Hallo. Entschuldigung, das Schloss von meiner Zimmertür war kaputt und deswegen kam ich nicht in mein Zimmer rein und mein ganzes Schulzeug war drin. Deswegen musste ich jetzt noch warten, bis der Schlüsseldienst kommt und mir meine Tür aufbricht, damit ich an meine ganzen Sachen rankomme. Ja, sowas, oh nein, Mia, wirklich jetzt? Schuld und Strafe! Tagesordnungspunkt 1. Der Mensch ist ein Sünder. Edel sei der Mensch. Hilfreich und gut. Das ist alles, was man wissen muss. Richtig. Richtig. Aber das ist auch nicht so geil. Nichts ist geil. Wenn ich geil wäre, würde ich nicht hier sein, sondern zu Hause bei meinem Mann. Okay, so we need to dig deeper into the story and therefore... Na? Dies muss jetzt feini. Na, da muss man dann praktisch erstmal das Skalarprodukt berechnen. Alles andere ist im Prinzip wurscht. Also erstmal das Skalarprodukt. Also so eine rotzfreche Göre. Das hab ich noch nie erlebt. Ihr steppt der Bär. Wer mag denn heute die Hausaufgabe vorstellen? Jawohl, Nils, verbind's dich gleich. Schau doch keine Sau raus, ne? Noah, was los? Hallo, Johann kam zu spät. Ja, shame on you. Die Erbsünde im Gegensatz zur Ursünde. Es klingt schon wieder so nach Kinderchor, ne? Merkt ihr das? Ist schon wieder... Danach bleibe ich stets an dir. Ja, super, sehr gut, Wahnsinn. Dann fahren's da rum mit so einem stinkenden Moped mit Dach drüber, stinky, stinky, töff, töff, stinky, stinky. Und dann ist im Grunde so die Frage, schaffst du es, sie zu disziplinieren oder werden sie bockig? Auto, Auto, puff, puff, Auto, Auto. Was seid ihr für Kapitalisten? Andrea, ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viele Menschen zum Weinen bringen. So, bitte leise. Ach so, nee. Ja, ich wollte ja eigentlich in Deutsch kommen. Ja, dann komme ich wann anders nochmal. Deutschland hat nix. Deutschland hat gar nix. Nur Brain. Und euch. Paolo? Na, JP. Na doch, Paolo. Bin in mir die wesentlichen Schritte des Zitronensäurezyklus. Zitronensäurezyklus. Kann man das auch zur Prävention nehmen? Was zur Verhütung? Ja, ja, ja. FAC, was ist das? Ja, FAC, das wäre dann eigentlich ein F-Moll. Na, Paolo, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Could you also explain the aphorism? Ja, weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie ich das erklären soll. You still know in which kind of lesson you are? Yes, English.
I don't know exactly how to explain this. Leute, keine Nacherzählung. Das könnte man jetzt auch mal nach 4 Jahren, mindestens 4 Jahren Grundschule und 8 Jahren Gymnasium memorieren. Die wesentlichen Stilmittel habe ich hier Grundschule studiert, oder was? Mach mal einen Satz draus. Ich bitte um die Einhaltung rudimentärer, seit der 5. Klasse gelernter Rechtschreibregeln. Otto, hörst du auf, mit dem Stift zu klappern? Ich seh's, ich hör's, ich fühl's. Ich hasse das. Hat's noch jemand anderes als nur die Mara? Nachdem Mendelssohn die Nacht mit der Sopranistin beendet hat. War's schön mit der Sopranistin, Vincent. Linear, trigonalplanar, trigonalpyramidal. Steig. Energie. Und dann hebt die Mannheimer Rakete wieder ab, oder? Da macht's BUM! Sensationell. Na, sensationell, wirklich. Und wenn dann am Ende eine 2 da draufsteht, dann sind damit tatsächlich die Punkte und nicht die Note gemeint. So, jetzt bekommen Sie gleich Ihre Abiturergebnisse. Zunächst wollte aber der Herr May Ihnen noch was sagen. So, heute Abiturergebnisbekanntgabe. Spannung steigt langsam, oder? Ja, cool, ne? Also, wünsche ich viel Erfolg. Jetzt ist dann High Life, ne? War gut, oder?